Was ist denn schon wieder, Dina? Ach so. Du willst mich auf das weiße Kaninchen mit den roten Augen, der roten Jacke und der Taschenuhr aufmerksam machen. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Zu spät. Ein Kaninchen mit Kleidung und einer Uhr? Zudem kann es sprechen. Ich komme viel zu spät. Zu spät. Herr Kaninchen, warten Sie doch. Warum können Sie sprechen und wozu kommen Sie zu spät? Dina, du bleibst hier. Ich bin gleich zurück. Herr Kaninchen, hören Sie doch auf, Haken zu schlagen. Zu spät, zu spät, viel zu spät. Das Kaninchen verschwindet in einem großen Kaninchenloch in der Hecke. Ach, was soll's? Nicht sie hinterher! Ist doch verteufelt eng für einen Menschen. Selbst für ein kleines Mädchen wie mich, aber... Ah! Oh, ich falle! Ich falle! Tiefer, immer tiefer! Hallo! Herr Kaninchen! Hallo! Meine Güte, muss der Schacht tief sein. Wie dunkel es hier ist. Da schwebt eine Lampe. Komisch. Man kann sie anmachen. Ui! Alles voller Schränke und Bücherregale. So viele Bücher. Naja, nach diesem Sturz wird es mir jedenfalls nichts mehr ausmachen, sollte ich mal von einem Dach stürzen oder die Treppe runterfallen. Wie tief ich jetzt wohl schon bin? Den Mittelpunkt der Erde müsste ich doch sicherlich mittlerweile erreicht haben. Das wäre lustig, wenn ich bei den Leuten auf der anderen Halbkugel herauskommen würde. Die stehen ja sicher alle auf dem Kopf. Offenbar bin ich endlich unten angekommen. Und zum Glück war ich gelandet. Zu spät, bei meinen Schnurrhaaren. Oh, Herr Kaninchen! Die Herzogin wird sehr wütend sein, wenn ich sie warten lasse. Oh je. So warten Sie doch! Warten Sie doch! Er ist durch diese Tür verschwunden. Meine Güte, wie niedrig die ist. Da passe ich nie im Leben durch. Ich bin ja auch kein Kaninchen. Abgeschlossen. Ein Glastisch mit einem Schlüssel drauf. Ob der wohl passt? Probieren geht über Studieren. Ja, er passt. Oh, ein Garten. Ein lieblicher Garten liegt dahinter. Es muss sicher herrlich sein, darin spazieren zu gehen. Aber falls es mir nicht gelingt, mich wie eine Ziehharmonika zusammenzufalten, dann werde ich wohl nicht durch diese Tür passen. Hey, zu schade, dass ich dann nie erfahren werde, warum das weiße Kaninchen es so eilig hatte.